ruhig zu. Vom Leben, wie Gott in Frankreich träumte man. Wer nach Paris kam, der war glücklich. Und das war ich auch. Natürlich war ich beeinflusst, als ich nach Paris kam, auch von, sagen nicht unbeeinflusst, von, na, ich bin der Vertreter der siegreichen Armee. In wenigen Wochen haben wir Frankreich überrannt. Ja, ich bin auch noch gleichzeitig, weil ich ja nur Volksschule besucht habe, aber man hat mir auch eingeredet, ich bin der Vertreter der Herrenrasse. Ja, und als junger Soldat, ich wäre ja nie in meinem Leben nach Paris gekommen, habe überhaupt nie davon geträumt. Also für mich war das ein ganz großes Erlebnis. In Paris konnte ich wie Gott in Frankreich leben. Es war echt eine schöne Zeit. Für mich die bis dahin schönste Zeit, die ich in meinem Leben verbracht habe. Wie Gott in Frankreich. So fühlen sich jetzt viele junge Deutsche in der Stadt an der Seine. Eine Scheinwelt. Denn viele werden verfolgt, verhaftet, gefoltert. Im Untergrund regt sich Widerstand. Parolen, Losungen gegen die Deutschen tauchen auf. Auch Peter Gingold beteiligt sich an solchen Aktionen. Es gab viel Zigarettenpapier, die konnte man zuhauf noch bekommen. Und da haben wir kleine, kurze Losungen, Schluss mit Hitler, Schluss mit dem Krieg, draufgestempelt. Und sind dann, wenn es so gedämmert hat, gegen Abend losgegangen, haben das gestreut, über die Mauern geworfen, auf die Militär-LKWs, wo Streuzettel. Das war so, wie man damals begonnen hatte. Wenn ein deutscher Soldat so ein Zettelchen findet, er kann ja nicht wissen, von wem kommt es her. Es könnte auch seinen eigenen Kreis kommen. Er musste in der Situation, wo sie alle siegesbesoffen war, wo sie alle den Endsieg vor den Augen gesehen haben, der musste jedenfalls wissen, dass selbst in der Situation es noch Hitlergegner gibt. Nach außen hin scheint es, als ob sich die Franzosen mit den Besatzern arrangieren. Aber Mitglieder der Résistance suchen jetzt gezielt Kontakt zu Deutschen, wollen sie auf ihre Seite ziehen, sie für ihren Kampf gewinnen. Auch der Marinesoldat Hans Heisel wird von einem Résistance-Mitglied angesprochen. Das war vielleicht der Erste, der mich ein bisschen zum Denken gebracht hat, weil er viele Fragen gestellt hat über den Krieg, über die Ziele, die wir haben in Frankreich, darüber, wie er gelebt hat und warum die Franzosen skeptisch sind. Also viele Fragen über Kriegsziele und Charakter. Und ich hatte einen unheimlichen Respekt, eine tiefe Solidarität und Hochachtung vor diesen Menschen, die für ihre Überzeugung lebten und unter schwersten Bedingungen kämpften. Juni 1941. Die deutsche Wehrmacht überfällt die Sowjetunion. Jetzt ändert die Resistance in Frankreich ihre Strategie. Es gibt erste Attentate auf deutsche Offiziere und Sabotageaktionen. Die Resistance-Kämpfer greifen zu den Waffen. Der Partisanenkrieg hat begonnen. Im ganzen Land bilden sich Resistance-Gruppen. Männer und Frauen bereiten sich auf den bewaffneten Kampf gegen die Besatzer vor, trotz des hohen persönlichen Risikos, das sie damit eingehen. Die Resistance wurden natürlich als Terroristen diffamiert und das war der Sprachgebrauch innerhalb der Wehrmacht, innerhalb der Kommandostellen. Und das sollte auch immerhin als und immerzu als Warnung dienen für die deutschen Soldaten. Das ist zum Beispiel eine der Antworten, die ich geben könnte darauf, warum die Plakatierung der Bekanntmachung über die Geiselerschießungen auch in deutscher Sprache veröffentlicht wurden. Die deutschen Besatzer schlagen mit brutaler Härte zurück. Auf Plakaten kündigen sie Erschießungen an. Viele der jungen deutschen Soldaten sind schockiert. Es waren zwei französische Patrioten, die zu einer antideutschen Kundgebung aufgerufen hatten, als jüdisch-kommunistische Akteure
verhaftet, verurteilt worden und hingerichtet worden. Und das wurde bekannt gegeben. Und ich muss sagen, das hat mich doch mächtig schockiert und ging mir nie mehr aus dem Sinn. Und ich könnte darauf schwören, dass das das Schlüsselergebnis war, um stärker nachzudenken, was denn da hier passiert, was hast du hier zu suchen. Und langsam die Befürchtungen bei mir Platz griffen, dass ich mich auch da letztlich mit zu verantworten habe. Und das wollte ich absolut nicht. Viele der deutschen Immigranten fliehen vor den eigenen Landsleuten in den noch unbesetzten Süden Frankreichs. Auch die Familie Dreyfus. Sie kommt in Limoges unter und glaubt sich in Sicherheit. Tochter Henny arbeitet in einem Kinderheim. Dort sind auch viele jüdische Kinder untergebracht. Und da kamen auch sehr viele Kinder zu uns ins Heim, die vorher noch mit ihren Eltern waren, die nun also unter den schlimmen Bedingungen dieses deutschen Einmarschs bei uns auftauchten. Wir hatten das Haus voll Erwachsener und voll Kinder und meistens also waren fast alles Emigranten. In dem Heim wird sich vor allem der Kinder aus dem Internierungslager Gürs angenommen. In tagelangen Bahnreisen werden sie nach Limoges gebracht. Eine humanitäre Aktion, die in der Katastrophe endet. Eine verzweifelte Situation für Henny Dreyfus. Im Heim mussten die erstmal also aufgepäppelt werden. Und dass sie dann doch noch umgebracht wurden. Und das war die Zeit, wo man dann auch also überlegen musste, wie geht's weiter. Wartest du, bis du abgeholt wirst? Versuchst du, irgendwo unterzukommen, also verstecken? Oder machst du was? Also gehst du in Widerstand? Das Lycée Jean de la Fontaine in Paris, heute wieder eine Schule. Damals eins von vielen Quartieren für die deutschen Einheiten. Für Hans Heisel und Kurt Helker, der schon überlegt hatte zu desertieren, beginnt an diesem Ort ihre Widerstandstätigkeit. Und der Kurt ist mir aufgefallen, weil ein Kollege von mir, also ein Unteroffizier, den mal sich vorgenommen hat, da war der so bockig. Als ich ziemlich sicher war, das ist ein Mann, der Charakter hat und der wahrscheinlich auch oppositionell eingestellt war, habe ich ihn mal eingeladen, das war dann hier, von hier aus, mit mir spazieren zu gehen. Und dann habe ich ihm gesagt, mein lieber Freund, den Ausweg, den ihr sucht, den gibt's nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, gemeinsam gegen den Nazis zu kämpfen und Aufklärungsarbeit zu machen und hier zu bleiben. Überall dort, wo sich deutsche Soldaten treffen, verteilen sie heimlich Flugblätter der Resistance unter Lebensgefahr. Ich bin dort in die Toilette rein. In den Toilettenrollen habe ich die Flugblätter eingewickelt. Das habe ich 2-3 Mal gemacht, aber beim 4. Mal oder beim 3. Mal, ich weiß es nicht mehr genau, da mache ich genau dasselbe. Und dann stürzt sich ein Unteroffizier da rein, reißt die Rolle raus, kommt auf mich zu und sagt, sie sind verhaftet. Weil es nur mein Leben hängt jetzt an dieser elenden Papierrolle. Ich ziehe also meine Pistole, drücke die dem auf die Brust, reiße ihm die Papierrolle aus der Hand, das Beweisstück, und gehe rückwärts raus aus der Toilette, Pistole in der Hand, rum und die Treppe runter und links ab. Und ich lief, was ich konnte, dann die Straße weg bis zur nächsten Ecke. Die deutschen Mitglieder der Resistance haben eindeutig definierte Aufgaben. Ihre Sprachkenntnisse werden gezielt eingesetzt, vor allem zur Kontaktaufnahme zu den Landsleuten in Uniform. In Dijon zum Beispiel verfasst Peter Gingold Flugblätter in deutscher Sprache.